Wow! Holy shit! Es gibt keinen, der so fresh reacted. Immer real, immer echt der Beste. Ey, wenn Sascha reagiert, bin ich ruckzuck da. Ey, wenn Sascha reagiert, Mann, dann guckst du's an. Jetzt haben wir mal ein bisschen ein entspannteres Video, also wo es nicht nur mal rein um Fitness geht, nämlich wollt ihr, dass ich mal bitte auf expensive Fails reagiere, also auf teure Fails, auf richtig teure Fails und ja, Fails ziehe ich mir gerne mal rein. Zur Abwechslung macht mir Spaß und schau mal, was da los ist, beziehungsweise was ihr mir da mal wieder vorgeschlagen habt. Gut, also schauen wir mal rein. Hat auf jeden Fall 11 Millionen Aufrufe, das ist schon mal eine Ansage. Okay, let's go. Alles klar, alles klar. Direkt mal 10 Millionen Pepsis am Start. Pepsis for free. Stellt euch mal vor, hier nebenbei so Mentos auf der Europalette, Mentos-Packungen und das fällt gleichzeitig um und es fliegt einfach die ganze Lagerhalle in die Luft. Was kann da jetzt passieren? Was kann da jetzt passieren, was teuer ist? Wow, wow. Holy shit. Auf die ganzen Bildschirme. Und rein, und rein, und rein! Vor allem auch der Move, dieser Ninja-Move am Ende. Dieser Ninja-Move am Ende von ihm. Als er realisiert hat, scheiße, es ist zu spät. Ja, kann ich fühlen. Direkt nachspringen, direkt nachspringen. Na, 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 rein, rein! Na, na, ich glaube, da ist nichts passiert. Also das war nichts expensive. Na, na, na. Aber glaubt ihr, dass es fake war? Also jetzt ernsthafte Frage. Das sieht echt, weil ihr es jetzt schreibt. Ihr habt recht, das sieht ein bisschen fake aus. Das sieht doch ein bisschen fake aus. So, weil wenn ich wirklich in mein Handy reinfallen würde, du würdest direkt mal nachspringen. Oder zumindest zum Handy gehen. Und nicht in diese Position einnehmen. Ah, ihr habt recht. Wahrscheinlich wird das fake sein. Wahrscheinlich wird das fake sein. Aber was soll's. Auf jeden Fall hier, keine Ahnung, fühle ich nicht. Ist nichts passiert, war knapp, aber expensive ist was anderes. Gut, schauen wir weiter. Ah, eine Phantom. Der Albtraum eines jeden Drohnenpiloten. Scheiße. Ich bin mit der Drohne auch mal. Ja, egal. Egal. Auf jeden Fall. Fuck. Nein, nein, also Pech des Jahrtausends, aber echt, das glaube ich ist überhaupt nicht fake, denn das müsste man 10.000 Mal probieren und er ist einfach selbst überrascht, wie er da steht. Da bleibt eh nichts anderes mehr über, als einfach nur noch zu lachen. Wow! Holy shit! Wow! What? Was ist das für eine Aufnahme? Unglaublich! Wow, bist du deppert! Also, mitunter eines der heftigsten Fail-Videos, die ich gesehen habe. Also, das die Aufnahme, da weiß man zumindest mal, dass es nicht fake ist. Das ist mal viel wert. Das ist krass. Ey, ich denke mir gerade so, ey, wir wohnen auch im oberen Stock und wir haben auch hier einen Nussbaum. Ey, wenn das Haus ist da richtig so ein bisschen eingebrochen, das Dach zumindest. Jetzt habe ich richtig hier. Holy shit. Wie er schon schreit hier im Video. What the fuck? Damn! Fühlen wir alle, Freunde. Ist uns allen schon passiert. Mit Fensterscheiben, ihr kennt euch aus, Fußball.
Come na, on. Na, das war fake. Das war fake. Die Kinder einfach. Reißen es einfach weg. Oh, oh. Zack rein. Ach. 3, 2, 1. Wieso? Yo. Wieso? What the fuck? Was? Was? Das ist ein Fall für die Versicherung. Ja, der Versicherungsvertreter kommt so und was ist passiert? So, du zeigst ihm das Video und ja, man hört ihn schon wieder wegfahren. Der kriegt gar nichts. No! Oh my god! Ja, ist natürlich fake, aber was heißt fake, aber es ist ein alter Laptop, aber wie er ihn nochmal zumacht und dann untergeht, schon witzig. Oh. Are you okay? Wie er einfach steht. Oh, oh shit! Der Blick von dem Kleinen! Dieses richtige teuflische Lachen hier, wer weiß, er darf's nicht, weil er find's einfach richtig witzig. Ah, fühl ich! Oh. Fuck. Ja. What? Was? Oh my god. This dude try to break it. These beer bottles with a quarter. He totally missed. Nah. Oh fuck. Ja, das kann er laut sagen. Fuck. Macht er nicht. Macht er! No strain on your back? Es ist halt immer so schwierig zu beurteilen, ob es fake ist oder nicht, aber wenn das nicht fake war, fühle ich's. Oh, fuck. So, die Kameras direkt mal 20.000 Euro weg. Was machen die? Was machen die da? Wieso? Ich weiß gar nicht, wo ich hinschauen soll. Na. Fuck. Ja, moin. Holy shit. Das war krasser Fehl. Aber er hat die Drohne also noch bekommen. Er hat die Drohne noch gefunden und sonst hätte er es nicht hochladen können. Okay. Rüdiger, das war Rüdiger. Kennt ihr es noch? Wenn man Rüdiger auf Wish bestellt. So. Oder vorher. What? Was ist jetzt passiert? Oh my god! It was loaded and I shot at my computer screen! Wait. Relax. Oh, f*** it up.
Oh, da gibt's Stress, da gibt's Stress. Das könnte mal tausendmal probieren, wird's nicht funktionieren. Wird's nicht funktionieren. Dann fährt das Ding genau auf die Kamera zu. Ja. What the f***? Holy shit, es ist so. Und schon wieder so ein weißer hoher Zaun. Haben wir das verfolgt doch genauso. Ach. Ich sag's immer wieder, so Bäume fällen und so weiter. Man denkt sich, das ist kein Ding, ja, aber es ist extrem gefährlich. Echt. Die Natur ist immer stärker. Wow. Fuck. It's down. It's down. Ja, zumindest ist es unten. No. Big boy team. Er bricht zusammen. Ah, Scheiße. Go straight, straight, straight. Stop, 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 stop. Stop. Look at this. Oh my god, no. Aber stell dir mal vor, ihr habt irgendwann einfach mal eine Tochter oder einen Sohn und der macht einen Führerschein und ihr denkt euch so, holy shit, das wird nichts. Und wie soll der das jemals schaffen? Und dann fährt er einfach mal in dein Garagentor rein. Ja. Ach, Scheiße. Das Ding wäre, wenn ich jeder immer ein Handy und so weiter eingeschoben hätte und Portemonnaie und so, wäre es nicht so schlimm. Ah, die ganzen Wertsachen. Was? Was? War das jetzt fake? Das war fake, oder? Wie ist das passiert? Wie einfach alle lachen. Wie einfach komplett alle lachen. Ah, fuck. Ja, das denke ich mir auch immer hier beim Spiegel da hinten. Und auf dem seitlichen habe ich Spiegel und ein Ende. Aber sieht fresh aus, aber schnell mal auch wieder vorbei. Aber der Blick hier vom Gym, ihr kennt das Gym vorhin, das sieht doch richtig heftig aus mit den Spiegeln. Ja, das braucht man schon. Also sieht schon mal einiges besser aus, aber ist halt echt gefährlich so. Aber ich habe da so einen Splitterschutz drin. Braucht man. Gut, die neuen Handys haben sowieso alles, sind alle wasserfest, die meisten. Und die Kamera hinten nach. Und die Kamera hinten nach. Ah. Oh shit. Oh shit. Fuck. Dieses Gefühl, wenn irgendwas nicht klappt, ich kenne es, Freunde, und ich hasse es. Ich hasse es. Also wenn da einfach bei einem Spiel was nicht klappt, kennt ihr es. Wenn ihr so kurz davor seid, dass es endlich klappt und dann fuckt es einen so ab, wenn man es wieder nicht schafft und kurz vorm Ziel ist. Ganz egal bei welchem Spiel. Ich fühle mit dem Jungen. Ich fühle mit dem Jungen. Und auch beim Sport. Zum Beispiel, egal ob es Tennis ist oder irgendwas anderes, wenn es einfach nicht klappt oder Fußball und es einfach gerade nicht reingeht, man könnte ausrasten, beziehungsweise man eskaliert. Man eskaliert einfach komplett.
Ja, moin, kann man sich gönnen. Also sind war doch der ein oder andere Expensive Failure mit am Start. War richtig gute Fails, wo man halt wirklich merkt, da ist nichts fake. Wie der Blitz und auch ein paar andere waren richtig gute Fails am Start. Richtig witzige Fails. Aber nicht alle, wie es halt immer so ist. Ein paar sind einfach gestaged, beziehungsweise kennt man einfach. Aber hat Spaß gemacht und kann man sich auf jeden Fall gönnen. Expensive Fails, mal für zwischendurch, mal so ein Video passt genau rein. Also, ein bisschen was zu lachen. Du bist in der Endcard drinne, doch warte, bevor du schon jetzt verschwindest. Yeah. Mehr Fitness gibt's nicht, such dir ein Video aus, klick it. Und fehlt dir irgendwie die Motivation, dann lass ein Abo hier, du weißt, es würde sich lohnen. Yeah. Yeah.